Lilly Becker, 47, kämpft für ihre Familie. Die Niederländerin schaut auf eine turbulente Zeit zurück. Vor allem für ihre Ehe mit Tennislegende Boris Becker, 55, hat sie nur wenig übrig. Kürzlich packte sie über die Beziehung aus und nahm dabei kein Blatt vor den Mund. Trotzdem trägt die Brünette noch immer seinen Nachnamen, ist sogar noch mit dem Sportler verheiratet. Lilly verrät, warum sie bis heute nicht von Boris geschieden ist. Wir hatten nach einem Jahr eigentlich eine Lösung gefunden. Aber aufgrund der Insolvenz wurde das immer schwieriger, dann kamen der Prozess und seine Gefängnisstrafe. Und jetzt warte ich, berichtet die 47-Jährige im Bunte Interview. Inzwischen gehe es ihr nicht nur darum, als geschiedene Eheleute zu gelten. Vielmehr tue sie all dies für den gemeinsamen Sohn Amadeus, 13. Ich werde bis an mein Lebensende, für ihn, kämpfen. Klammer, Punkt, 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 Klammer. Bis Boris Becker für seinen Sohn sorgt. Obwohl sie deshalb noch nicht vollständig mit ihrer Vergangenheit abschließen kann, konzentriert sich Lilly inzwischen auf den neuen Mann an ihrer Seite. Dabei kommt sie aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Er bringt Ruhe mit, er ist lustig und er ist lieb, sagte sie im Gespräch mit RTL.